4 Wochen Arrest wegen Beleidigung und Körperverletzung. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach einen 19-jährigen Syrer mehr als 2 Monate nach dem Gürtelangriff auf 2 kippa-tragende Männer in Berlin für schuldig. Die Strafe gilt aufgrund der Untersuchungshaft bereits als verbüßt. Der Verurteilte kommt frei, wird aber für 1 Jahr unter Erziehungsaufsicht gestellt. Es ist so, dass tatsächlich auch nach der Beweisaufnahme, so wie das Gericht sie würdigt, die Kippot der Anlass waren, dass er über die Straße gegangen ist und die beiden Jungs beleidigt hat und sie verprügelt hat mit seinem Gürtel und zwar mit der Schnalle nach vorne. Es gibt daran nichts zu zweifeln. Der angeklagte Palästinenser aus Syrien hatte zugegeben, Mitte April im Stadtteil Prenzlauer Berg einen arabischen Israeli und einen Deutsch-Marokkaner beleidigt und einen davon mit seinem Gürtel geschlagen zu haben. Beide trugen Kippas. Der Angriff hatte bundesweit für Empörung gesorgt und eine Debatte über Antisemitismus in Deutschland ausgelöst.